Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Veranstaltung des Verkehrsministeriums in Zusammenarbeit mit den Regierungspräsidien Baden-Württemberg mit dem Titel Die Verkehrswende für Ihre Kommune. Mein Name ist Alicia Kollmanns. Ich bin hier im Verkehrsministerium stellvertretende Referatsleiterin im Referat für Rad- und Fußverkehr Ortsmitte. Meine heutige Rolle ist allerdings, die Veranstaltung zu moderieren. Ziel der Veranstaltung ist, Sie ausführlich über die Fördermöglichkeiten im Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, kurz LGVFG, zu informieren, dabei mit einem besonderen Fokus auf das Thema Radverkehr. Wir freuen uns auf das rege Interesse an dieser Veranstaltung. Wir haben knapp 400 Anmeldungen und bestimmt kommen auch noch einige unangemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu. Es sind auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei. Sie heiße ich ganz besonders willkommen. Bevor ich auf das Programm eingehe, noch einige Hinweise zum Datenschutz. Sie haben bereits mit der Einladung diese Hinweise erhalten, Hinweise dazu, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Außerdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass diese Sendung aufgezeichnet wird und wir uns vorbehalten, Teile davon oder die gesamte Sendung auch zu veröffentlichen für 3 Monate auf unserer Homepage. Wer nicht namentlich genannt werden möchte, der möge uns das per Mail mitteilen, wobei das eigentlich nur notwendig ist, wenn Sie Ihren Namen hinterher beim Chat oder bei der Fragemöglichkeit angeben, denn wenn Sie Ihren Namen nicht aktiv angeben, dann erscheinen die Fragen anonym. Zum Programm, Sie sehen hier die Folie. Die Veranstaltung gliedert sich in 3 Teile. Teil 1 ist jetzt bis 10 Uhr. Diesen Teil verantworten wir, das Verkehrsministerium. Im Zentrum stehen Ziel und Zweck der neuen Fördertatbestände im LGVFG sowie ganz konkrete Beispiele. Ab 10:15 Uhr übernehmen dann die Regierungspräsidien den Stab für die Teile 2 und 3, die sich näher mit der Antragstellung sowie dem Radverkehr befassen. Näheres dazu nochmal zum Schluss. Als nächstes möchte ich Ihnen unsere Redner vorstellen. Jetzt für die erste Stunde. Zunächst begrüße ich Herrn Christoph Erdmenger. Er ist Leiter der Abteilung Nachhaltige Mobilität im Verkehrsministerium und war maßgeblich an der Novelle des LGVFG beteiligt. Schönen guten Morgen, Herr Erdmenger. Ja, schönen guten Morgen. Auch bei uns ist Herr Marco Schwab. Er ist wie ich hier im Referat für Rad- und Fußverkehr Ortsmitte beschäftigt und zuständig für den Bereich Rad- und Fußverkehr des LGVFG sowie für verschiedene Themen der Radverkehrsinfrastruktur. Hallo Marco Schwab. Guten Morgen zusammen. Bevor ich das Wort an Herrn Erdmenger übergebe, noch ein Hinweis an das Publikum. Sie dürfen gerne Fragen stellen. Ich hatte bereits auf den Chat bzw. den Q&A-Bereich, den Questions and Answers-Bereich rechts auf Ihrem Bildschirm hingewiesen. Dort müssen Sie auf Akzeptieren drücken. Sie sehen, da steht auch Sprecherfragen. Ich werde diese Fragen sammeln und unseren Rednern stellen. Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten natürlich. So, nun genug der Vorrede. Herr Erdmenger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Kohlmanns. Sehr geehrte Damen und Herren, freue mich sehr, heute zu Ihnen reden zu dürfen. Ich habe mir 5 Punkte mitgebracht und will Ihnen die kurz nennen. Dann können Sie entscheiden, an welchem Punkt es für Sie eher passt, sich noch einen Kaffee zu holen oder Ihre Nackenübungen heute Morgen zu machen, um für den Online-Tag gerüstet zu sein. Die 5 Punkte, die ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich zunächst mal über die Herausforderungen des Klimaschutzes im Verkehr sprechen möchte. Das wird Sie wenig überraschen. Ich würde als zweiten Punkt allerdings gerne auf Sie und Ihre Rolle als Führungskraft eingehen und auf den Wandel, den Prozess des Wandels, den wir hier zu bewältigen haben. Im dritten Punkt würde ich auf die Grundidee vieler unserer Förderungen und der neuen Fördertatbestände eingehen, um dann im vierten Punkt wirklich auf diese neuen Fördertatbestände zu kommen und dort auch nochmal
auf den Klimabonus zu sprechen zu kommen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und am Ende schließe ich mit einem Problem, das Mut macht. Da können Sie gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Ja, damit würde ich beginnen. Wir haben fünf Punkte vor uns und ich fange natürlich damit an, dass wir eine neue Landesregierung haben, die sich vorgenommen hat, Baden-Württemberg zum Klimaschutzland zu machen. Und konkret hat sich diese Landesregierung, ist ja kein ganz neues Thema, aber die Landesregierung hat sich vorgenommen, dass Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral sein soll. Das ist nochmal eine Verschärfung dessen, was wir auch bisher schon an Klimazielen vor uns hatten. Das Verkehrsministerium hat im Vorfeld bereits, das kennen einige von Ihnen, in den letzten 2 Jahren schon ermittelt, was bräuchte man an Veränderungen im Verkehr, um bis 2030 auch nur 40% Minderung der CO2-Emissionen hinzubekommen. Und schon das hat es in den Zahlen in sich und zeigt, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir quasi die Flut mit einem kleinen Stöpfbecher bekämpfen können, sondern wir sind wirklich an dem Punkt, wo wir die Pumpen anstellen müssen und an allen Ecken, an denen wir Handlungsmöglichkeiten haben, entschieden handeln müssen. Diese 5 Ziele will ich Ihnen kurz vorstellen. Dazu gehört erstens die Erfordernis, dass wir unseren ÖPNV in etwa verdoppeln müssen. Also die Zahl der Passagiere, die dort mitfahren, und damit müssen natürlich die Kapazitäten vielleicht nicht im gleichen Maße, aber weitgehend in dem Maße mitwachsen. Wir haben zweitens die Herausforderung, ein gutes Angebot bei Fuß- und Radverkehr zu stellen, und zwar ein so gutes Angebot, dass im Landesdurchschnitt jeder zweite Weg mit Rad und Fuß zurückgelegt werden kann. Das heißt, wir brauchen ausreichend dimensionierte Rad- und Fußwege. Wir haben drittens das Ziel, und das ist für den Klimaschutz doch entscheidend auch, dass wir weniger Autoverkehr brauchen. Wir haben mal berechnet, bis 2030 ein Drittel weniger in den Städten ist eine nächste Zielmarke. Und das ist keine kleine Herausforderung, wenn man weiß, dass zurzeit jedenfalls die Zahl der Autos noch zunimmt in Baden-Württemberg. Vierter und auch extrem wichtiger Punkt, um Klimaschutzziele zu erreichen, ist, dass wir bei klimaneutralen Antrieben, da insbesondere die Elektromobilität, aber auch bei anderen klimaneutralen Antrieben und Kraftstoffen ordentlich vorankommen. Jedes dritte Auto fährt 2030 klimaneutral. Wohlgemerkt, das heißt nicht, jedes dritte Auto wird neu zugelassen, klimaneutral, sondern das fährt dann schon im Bestand. Das heißt, wir brauchen zu dem Zeitpunkt deutlich höhere Zulassungszahlen. Und last but not least darf man den Güterverkehr nicht vergessen. Da sagen wir, jede dritte Tonne muss klimaneutral fahren. Da spielt die Bahn eine wesentliche Rolle. Da spielen aber auch klimaneutrale Nutzfahrzeuge eine ganz wesentliche Rolle. Und ob Sie jetzt in den Personenverkehr oder in die Nutzfahrzeuge die Busse nehmen, auch die Busse und die Busantriebe spielen natürlich eine große Rolle. Das heißt auch, diese 5 Ziele, wenn Sie die zusammennehmen, wir sind ganz weit davon entfernt, dass wir uns aussuchen können, welches der Ziele wir verfolgen, sondern wir brauchen alle 5. Es geht nicht mehr um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Sowohl-als-auch. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir den Wandel und die Veränderung schaffen wollen. Denn alle diese 5 Ziele, widersprechen Sie mir gerne, aber ich halte das, alle diese 5 Ziele sind für sich genommen schon so ambitioniert, dass keiner sagen wird, ach, wir lassen eins weg und machen dafür ein anderes nochmal ambitionierter, sondern wir brauchen Aktivitäten in allen diesen 5 Bereichen. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist, dass das natürlich einen enormen Veränderungsprozess verlangt. Nämlich nicht nur den Veränderungsprozess zu sagen, ich plane und baue etwas anders, sondern das ist ja ein Veränderungsprozess, der erstmal in unseren eigenen Köpfen stattfinden muss. Zweitens in den Köpfen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und drittens in den Köpfen von Bürgerinnen und Bürgern. Ganz häufig erfahren wir, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr viel weiter sind als wir selber in unserem Denken und sehr viel konsequenter sogar sind, wenn sie gefragt werden, zum Beispiel im Bürgerrat Klimaschutz, der auf Bundesebene gerade tätig war. Und dennoch ist es ein enormer Veränderungsprozess, an dem wir hier arbeiten. Deswegen will ich Sie alle ansprechen als in Ihrer Rolle als Führungskräfte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Natürlich, Sie sind Führungskräfte in Ihrer Kommune und für Ihre Verwaltung, aber viele von Ihnen haben auch Personalverantwortung. Und viele von Ihnen, auch die, die keine Personalverantwortung haben, sind aber gesellschaftlich gesehen Führungskräfte, weil auf die Frage,
auf die es ankommt, nämlich, dass wir vermitteln und miteinander Lösungen finden, Routinen verändern. Da brauchen wir in Kommune und im Land unsere Veränderungen. Und ich will Ihnen das gleich vorweg sagen in Richtung kommunale Seite. Das ist auch ein Veränderungsprozess, den wir im Land schaffen müssen. Also falls Sie es auf den Lippen haben zu sagen, aber ihr beim Land, ihr müsst auch noch ein bisschen was ändern, das wissen wir. Wir sind natürlich trotzdem für alle Hinweise gerne dankbar und vor allen Dingen gerne für solche, die konkret sind, denn das wissen Sie auch alle als Führungskräfte. Die Herausforderung ist ja, dass eine gute Führung Klarheit schafft, dass sie erklärt, was zu tun ist und dass sie eine Eigenständigkeit mobilisiert, ein eigenes kreatives Potenzial. Und diese Herausforderung, die wir da als Führungskräfte alle vor uns haben, die sollten wir nicht geringschätzen, sondern da haben wir wirklich auch viel zu tun und müssen miteinander lernen. Und auch wir im Land haben nicht alle Antworten, auch wenn wir in der Lage sind, schon mal zusammenzurechnen, in welcher Größenordnung wir Veränderungen brauchen und in welche Richtung und mit welchen Ideen es vorangehen kann. Es sind auch bei uns nicht alle Antworten gefunden. Damit komme ich zur Grundidee der vieler Fördertatbestände, auf die ich gleich eingehe, und auch der Veränderung, die wir in der Förderung haben. Also es geht ja beim Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz um Infrastruktur. Das ist ganz lustig, dass man so ein Bandwurmwort hat und da steckt das Wort Infrastruktur gar nicht drin. Aber ich glaube, es ist uns allen selbstverständlich. Es ist uns auch allen selbstverständlich, dass zu einer Verkehrswende eine Infrastrukturveränderung gehört. Aber was wir bedenken müssen ist, diese Infrastrukturveränderung auf der kommunalen Ebene, die hat deswegen eine so zentrale Bedeutung, weil Sie in den Kommunen darüber entscheiden, wie wird der öffentliche Raum aufgeteilt. Das ist zu ganz großen Teilen die Selbstverwaltungshoheit der Kommunen. Und an der Stelle haben Sie eine entscheidende Stellschraube, weil die Frage, welches Verkehrsmittel bekommt welche Fläche, entscheidet ja über die Bewegungsfreiheit dieses Verkehrsmittels. Und es entscheidet darüber, wie wir weiterkommen mit der Verkehrswende und ob wir es wirklich schaffen, die umweltfreundlichen Verkehrsmittel gegenüber dem Auto zu stärken und damit wirklich weniger Autoverkehr hinzubekommen und mehr Kapazität für die umweltfreundlichen Verkehrsmittel zu haben. Deswegen ganz klar, viele dieser Fördertatbestände zielen darauf ab, die öffentliche Fläche neu zu verteilen. Und sie zielen darauf ab, dass wir mit der öffentlichen Fläche mehr erreichen können. Ich komme zu den Fördertatbeständen, die wir zu diesem Zweck eingeführt haben. Das sind insgesamt 7 und dann komme ich auf den Klimabonus zu sprechen. Also zunächst mal spielen natürlich für umweltfreundlichen Verkehr eine ganze Vielzahl von Aspekten eine Rolle. Die Bevorrechtigung von Bus und Bahn spielt eine zentrale Rolle. Die Schaffung von durchgängigen Radwegenetzen. Also es ist eine ganz große Vielfalt. Und deswegen möchte ich an der Stelle Sie auch alle einladen zu sagen, versuchen Sie sogar einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was könnte denn hilfreich sein für die Flächenneuverteilung oder für eine Förderung der umweltfreundlichen Verkehrsarten bei mir in der Kommune? Und dann mit uns ruhig ins Gespräch zu gehen, zu sagen, ist das auch förderfähig? Ich werde Ihnen jetzt Beispiele aufzählen. Manche werden Sie womöglich auch überraschen, dass das förderfähig ist. Aber es gehört einfach dazu, wenn wir wollen, dass sich etwas verändert in unseren Kommunen. Und wenn wir diese Flächenneuaufteilung tatsächlich erreichen. Die erste und größte Veränderung ist, dass ab sofort die Schaffung von lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitten möglich ist. Was meinen wir damit? Es ist die Veränderung von der Ortsdurchfahrt zu einer Ortsmitte. Das steckt in dem Namen. Und es geht darum, Straßen umzubauen. Also gegebenenfalls einen Rückbau zu haben, eine Straßenverengung, eine Straßenverschwenkung, die die Geschwindigkeiten rausnimmt, mehr Raum für Fuß- und Radverkehr, der Rückbau von Parkplätzen aus dem öffentlichen Raum. Da bieten wir auch an, dass wir fördern, wenn Sie eine Quartiersgarage schaffen wollen, um Parkplätze aus dem öffentlichen Raum in eine Quartiersgarage zu verlagern, dass wir auch das fordern, nur unter der Bedingung, wir fördern nicht einfach neue Parkgaragen, aber solche Quartiersgaragen halten wir auch für einen ganz wesentlichen Punkt. Das heißt also, der Umbau von Straßen, der Fußgänger- und Radfahrerfreundliche Umbau, auch der Umbau in Richtung mehr Grün in der Straße, der ist jetzt förderfähig im LGVFG. Und da möchte ich Sie besonders einladen, diesen Fördertatbestand zu nutzen. Zweitens ist förderfähig die Schaffung
von multimodalen Knoten. Was für ein schönes Fremdwort. Multimodale Knoten nennen auch viele Leute Mobilitätsstationen. Es geht hier darum, Verkehrsmittel zu vernetzen, weil wir wissen alle, dass die Alternative zum Auto nicht das Fahrrad allein ist oder der Bus allein oder die Bahn allein, sondern die Alternative zum Auto ist ein Mix aus vielen verschiedenen Verkehrsmitteln, da wo es jeweils angemessen ist. Und um das hinzubekommen, diesen Mix, brauche ich diese Vernetzungspunkte, brauche ich die Mobilitätsstationen. Und das heißt, ich muss Umsteigemöglichkeiten schaffen. Manchmal ist es ganz banal. Ich muss die Möglichkeit schaffen, das ist das Stichwort Bike und Ride, mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren zu können und dort mein Fahrrad sicher abschließen zu können. Also auch anschließen zu können und am besten einen überdachten Stellplatz vorzufinden oder sogar eine abschließbare Box. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir fördern bei multimodalen Knoten, also Mobilitätsstationen, auch eine Reihe weiterer Infrastruktur-Tatbestände, die dort gefördert werden können. Dazu gehört übrigens auch nicht nur an den multimodalen Knoten, dass wir Ladeinfrastruktur fördern. Also da haben wir noch andere Förderprogramme als Land, aber auch im Rahmen des LGVFG wird Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gefördert. Wir haben im Bereich, dritter Bereich der Elektromobilität, die Ladeinfrastruktur auf der Straße, die hatte ich schon erwähnt. Wir wollen auch Ladeinfrastruktur in Parkhäusern fördern, in solchen Quartiersgaragen, das nennen wir dann E-Quartiers-Hubs, da gibt es auch einen anderen aktuellen Förderaufruf. Wir wollen aber auch und fördern auch in erheblichem Maße die Ladeinfrastruktur für Betriebshöfe. Betriebshöfe insbesondere für Busse, also die Umstellung des öffentlichen Verkehrs, Lade- und Tankinfrastruktur übrigens, und an den Haltestellen des ÖPNV. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ein dringendes Wort an Sie richten. Manche Busunternehmen, die beginnen jetzt gerade erst darüber nachzudenken, wie sie die Vorgaben der EU in Sachen klimaneutrale Fahrzeuge umsetzen können. Das ist natürlich relativ spät, ist aber auch verständlich, weil viele Busunternehmen kommen gerade aus einer der schwersten Krisen des ÖPNV oder sind noch mittendrin. Deswegen ist das natürlich verständlich. Und trotzdem müssen wir heute sagen, wer heute in diesem Jahr noch nicht anfängt, seinen Betriebshof neu zu planen und seine Lade- und Tankinfrastruktur neu zu planen, der riskiert, dass er in wenigen Jahren keine neuen Fahrzeuge mehr kaufen kann oder keine neuen Aufträge bekommen kann. Deswegen, also es ist dringende Zeit, an die Betriebshöfe für den Busverkehr dran zu gehen. Vierter Punkt, Frau Kullmann, Sie haben gesagt, das wird ein Schwerpunkt sein für die heutige Sitzung, die Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Da geht es natürlich um den Bau von Radwegen. Da geht es aber auch um viel mehr. Da geht es um gute Führungsformen. Es geht um breite Radwege, um gute Oberflächenbeschaffenheit. Und auch an dieser Stelle der Hinweis, es geht nicht nur darum, ob überhaupt eine Radverkehrsinfrastruktur vorhanden ist, sondern wir wollen ja den Radverkehr attraktiver machen. Und das heißt, da, wo der Radverkehr komfortabler wird, da, wo er schneller wird, zum Beispiel an Kreuzungen, weil ich einfach eine neue Wegeführung einbaue, weil ich womöglich eine Brücke mit nutzen kann oder eine Veränderung vornehme. Also auch dadurch, wo nicht eine neue Infrastruktur entsteht, sondern eine bessere und eine komfortablere, auch da gibt es Fördermöglichkeit von unserer Seite. Es gehören zum Radverkehr auch Radabstellanlagen an anderen Orten. Ich will das nur erwähnen, auch zum Beispiel an Schulen, die ja oft in kommunaler Trägerschaft sind. Also Sie haben auch an der Stelle wirklich viele Möglichkeiten der Förderung. Und beim Fußverkehr ist es für manche sogar noch überraschender. Beim Fußverkehr geht es natürlich um Fußwege. Ausreichend breite Fußwege. Ein ausreichend breiter Fußweg ist der, bei dem zwei Menschen nebeneinander laufen können und sich unterhalten können. Oder einen Rollstuhl fahren kann und ein zweiter Rollstuhl entgegenkommen kann, weil Rollstühle können nicht auf die Straße ausweichen. Das sind ausreichend breite Fußwege. Das ist oft ein Konflikt, oft ein verkehrsrechtlicher Konflikt, weil es um Parken und die Parkpraxis geht. Aber es geht natürlich auch um bauliche Anlagen und bauliche Fußwege. Zum Fußverkehr gehört aus unserer Sicht aber auch zum Beispiel die Anlage von Sitzbänken. Für viele ältere Menschen, aber auch wenn sie mal mit kleineren Kindern unterwegs waren, ist es ganz essentiell, längere Strecken zu Fuß zurücklegen zu können, dass es auch mal eine Sitzbank gibt, wo sie auch mal einen Schuh wieder zubinden können. Also es ist auch ein ganz wesentlicher Punkt des Fußverkehrs. Und übrigens, was auch dazu gehört, sind öffentliche Toiletten.
Da können wir nicht den Betrieb der öffentlichen Toilette fördern, aber die Errichtung. Und auch das eine ganz wesentliche Voraussetzung, sagen uns immer wieder viele ältere Menschen, eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt sich zu Fuß und mit dem öffentlichen Verkehr in den öffentlichen Raum wagen, dass sie wissen, ah, an der Stelle könnte ich, wenn ich müsste. Fünfter Punkt, Barrierefreiheit. Ein ganz wesentlicher Punkt, gerade im ÖPNV-Bereich. Sie wissen das wahrscheinlich alle. Natürlich kommt der Barrierefreiheit eine wachsende Bedeutung zu. Nicht nur, weil es einfach eine Frage der Fairness ist, sondern weil wir auch in einer alternden Gesellschaft wohnen und weil deswegen Barrierefreiheit eine zunehmende Rolle spielt. Insbesondere die Zielsetzung des Personenbeförderungsgesetzes, dass der ÖPNV bis 2022 barrierefrei gestaltet werden soll, stellt viele von Ihnen vor Herausforderungen. Es gibt einen regelrechten Boom von Aktivitäten in diesem Jahr, in diesem Bereich. All dies ist auch förderfähig und zwar mit 75% im LGVFG. Es gibt noch weitere wichtige Bereiche, die nicht unbedingt mit dem Innerortsverkehr zu tun haben, auf die ich kurz eingehen will. Einer davon, das ist mein sechster Punkt, ist die Wiedervernetzung. Auch so ein schönes Wort, bei dem manche Wiedervernässung verstehen und andere an die Vernetzung von Verkehrswegen denken. Bei Wiedervernetzung geht es aber darum, Biotope und Wanderwege für Tiere wieder zu vernetzen. Also die Durchgängigkeit unserer Natur zu erhöhen, da wo Straßen, die früher gebaut wurden, eine Barrierewirkung haben. Das ist besonders deutlich an Punkten, wo wir Wanderungen von Amphibien haben, also Frösche oder andere Amphibien, die über die Straßen wandern. Sie wissen, ganz häufig gibt es Ehrenamtliche, die sammeln die Amphibien dann ein und tragen sie über die Straße. Und es gibt aber technisch geschicktere Lösungen, nämlich Amphibientunnel als ein Beispiel. Es gibt also Punkte, an denen braucht man als so eine Art nachträgliche Sanierung der Straße eine Wiedervernetzungsmaßnahme, die diese Barrierewirkung, die sie für Tiere hat, wieder aufhebt. Und auch das, wenn die Straße im kommunalen Bereich ist, ist vom LGVFG her förderfähig. Und auch ein weiterer Punkt, der uns als Verkehrsministerium sehr wichtig ist, das ist nämlich die Modernisierung von Brücken. Das möchte ich noch erwähnen. Das möchte ich auch deswegen erwähnen, weil das LGVFG in der Regel auf den Neu- und Ausbau und die Veränderung der Straßeninfrastruktur zielt. Aber bei den Brücken, das brauche ich Ihnen, glaube ich, allen nicht zu erklären, ist die Herausforderung bei uns im Land so groß, dass das Land sich entschlossen hat zu sagen, wir fördern auch die Modernisierung kommunaler Brücken und haben dafür auch Geld beiseite gelegt, sodass auch hier möglichst eine starke Bewegung und eine starke Investitionstätigkeit durch das Land gehen. Das sind also alles eine ganze Fülle von Fördertatbeständen und wir unterstützen das nochmal dadurch, dass wir im Unterschied zu dem früheren LGVFG nicht nur eine 50% Förderung gewähren für die Maßnahme an sich, sondern wir fördern jetzt auch die Planung aktuell mit 15% Planungszuschuss, also 15% der Investitionssumme können nochmal als Planungszuschuss zusätzlich beantragt werden. Das verbessert die Finanzierungsbedingungen nochmal im LGVFG. Und dann kommt noch ein weiteres Instrument dazu, das nennen wir den Klimabonus. Bestimmte Maßnahmen, nämlich solche, die besonders klimafreundlich sind, bekommen eine Förderung von 75% plus die Planungspauschale. Die Planungspauschale ist ja jetzt, wenn man ehrlich ist, nicht obendrauf, sondern Sie haben ja die Planungskosten. Der Klimabonus ist obendrauf. Der Klimabonus ist dafür gedacht, dass wir Anreize setzen, natürlich bestimmte Maßnahmen voranzubringen, die besonders klimafreundlich sind, aber auch andere Planungen zu optimieren, sodass sie klimafreundlich sein können. Also das gilt zum Beispiel auch für Straßen, zum Beispiel auch für Ortsumfahrungen oder Umbauten von Straßen. Es macht natürlich einen erheblichen Unterschied, ob Sie eine Straße so bauen, dass sie eigentlich einen Umweg darstellt und man einen längeren Weg fährt oder eine Abkürzung darstellt. Es macht natürlich einen Unterschied, welche Geschwindigkeit gefahren wird. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob wenn eine Straße gebaut wird, damit die Kapazität insgesamt erhöht wird und wir mehr Pkw-Verkehr kriegen oder die Kapazität gleich bleibt oder sogar vermindert wird. Also das macht natürlich einen deutlichen Unterschied und das können Sie in dem Klimabonus mit einrechnen. Es gibt drei Wege zum Klimabonus. Erster Weg ist, dass es eine Positivliste gibt von Maßnahmen. Wenn Sie, soweit Sie unter 1 Million Euro sind, bekommen die den Klimabonus.
Dazu gehören zum Beispiel bestimmte Rad- und Fußwege und bestimmte Ampelmaßnahmen, die auf dieser Liste sind. Und es gibt die zweite Möglichkeit, dass Sie für teurere Projekte einen Einzelnachweis erbringen, dass diese Maßnahme besonders viel CO2 pro Million Euro Förderung einbringt. Unser Maßstab ist da 25 Tonnen pro Jahr CO2-Minderung pro Million Euro Förderung. Für alle die, die jetzt mit Emissionshandelspreisen dagegen rechnen wollen, lassen Sie es. Sie können nicht jährliche Emissionsminderungen gegenüber Gesamtsumme Förderung so einfach vergleichen. Aber es ist ein guter Maßstab, um zu sehen, welche Maßnahmen sind klimamäßig besonders wirksam und welche können auch noch optimiert werden und dadurch den Klimabonus bekommen. Und es gibt einen dritten Weg zum Klimabonus, das ist der Klimamobilitätsplan, auch ein ganz neues Instrument. Das probieren wir jetzt gerade aus. Die Idee beim Klimamobilitätsplan ist, eine Kommune, wahrscheinlich eher auf Kreisebene oder Stadtkreis oder jedenfalls eine größere Kommune, stellt mit Hilfe eines Verkehrsmodells einen Klimamobilitätsplan auf und in den kommen alle Maßnahmen rein, die benötigt werden, um dieses Ziel -40% CO2 bis 2030 erreichen zu können. Es werden nicht nur Infrastrukturmaßnahmen sein, sondern es werden auch andere Maßnahmen sein, die da reinkommen, ob Parkraumbewirtschaftung oder der Mobilitätspass oder Bewusstseinsbildung, Kampagnen für Radfahren oder Busfahren, was immer an Maßnahmen da noch reinkommen wird neben der Infrastruktur. Und das Modell rechnet Ihnen dann aus, erreichen Sie die -40%. Und wenn Sie einen solchen Klimamobilitätsplan haben und wir den als Land geprüft haben und sagen, ja stimmt, der ist valide, der ist plausibel, dann sollen alle Maßnahmen, alle Infrastrukturmaßnahmen, die in dem Klimamobilitätsplan drin sind, den Klimabonus bekommen. Das ist natürlich ein sehr attraktives Paket, wenn Sie soweit sind. Es ist aber auch aufwendig, das muss man auch sagen. Und es fordert auch einiges ein von den kommunalen Entscheidungsträgern. Und es ist ein neues Instrument. Ich hatte ja zwischendurch gesagt, wir als Führungskräfte, wir müssen uns klar sein, wir begeben uns hier auf ganz neue Wege. Und weil dieser Weg so neu ist, den wir gehen, müssen wir uns auch gegenseitig zugestehen, dass wir Dinge ausprobieren. Und so ist es beim Land mit dem Klimamobilitätsplan. Wir probieren den jetzt mit 5 Kommunen, voraussichtlich 5 Kommunen aus, um mal aufzusehen, funktioniert das mit den Verkehrsmodellen, mit den Entscheidungen, mit den Fördermodalitäten. Wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann kommen wir nochmal auf Sie, auf alle anderen zu und sagen, so funktioniert es. Und so kann man das dann machen und das ist dann hoffentlich in wenigen Jahren auch der Fall. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Instrument. Ja, jetzt habe ich einen ganzen Ritt durch die Fördermodalitäten geschafft und ich hatte Ihnen ja am Anfang angekündigt, dass ich am Schluss nochmal auf ein Problem komme, das Mut macht. Das ist ja ein Widerspruch in sich, entweder ist es ein Problem oder es macht Mut. Aber ich glaube, in dem Fall kann ich da Wort halten. Wir haben nämlich, wenn Sie so wollen, das Problem oder die gute Nachricht, dass Sie so gut sind, dass Sie so fleißig sind. Also die baden-württembergischen Kommunen haben im Rad- und Fußverkehr so viele Anträge gestellt, so viele Maßnahmen angemeldet im Förderprogramm wie noch nie im letzten Jahr. Das war ja die Programmanmeldung aus dem letzten Jahr. Wir waren in der Lage, alle diese Projekte, die schon umsetzungsreif waren, in das Programm aufzunehmen, mit einem sehr hohen Gesamtvolumen. Deswegen, weil wir im Moment eine Zusatzfinanzierung vom Bund bekommen. Das ist das Förderprogramm Stadt und Land des Bundes und da kriegen alle Bundesländer aus einem großen Topf eine bestimmte Förderquote. Und Sie und wir gemeinsam und auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in den Regierungspräsidien, Sie haben es geschafft, dass wir diese Förderquote, die wir als Bundesland bekommen, etwa 70 Millionen, jetzt schon nach wenigen Monaten ausgeschöpft haben. Wir haben so viele Projekte beim Bund schon angemeldet. Und das ist natürlich erstmal eine wirklich sehr gute Nachricht. Herzlichen Dank dafür. Das bringt aber natürlich sofort die Frage mit sich, ja, was ist jetzt mit allen anderen Projekten, die gerne die Bundesförderung haben wollen? Bundesförderung Stadt und Land, die bewirkt ja, dass der Bund bis zu 75% an einer Maßnahme finanziert und das Land nochmal was obendrauf gibt und sie bis zu 90% Finanzierung für eine Maßnahme bekommen können. Natürlich ist es ein Grund, warum so viel beantragt wurde. Und trotzdem mindert es die Leistung nicht,
Denn man muss die Maßnahmen überhaupt erstmal geplant haben, das wissen viele von Ihnen, und in der Lage sein, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Und das Bundesprogramm hat dann auch noch Klippen, wie zum Beispiel, dass die Maßnahme bis 2023 fertig gebaut sein muss. Also es ist trotzdem eine große Leistung, die wir hier haben. Wie gehen wir jetzt aber als Land damit um, dass jetzt quasi dieser attraktive Fördertopf alle ist? Erste Nachricht ist, der Bund hat etwas aufgestockt, sein Förderprogramm. Da kommt noch mal etwas Geld nach. Wir kennen die genauen Konditionen noch nicht, aber wir rechnen mit noch mal zusätzlichen 30 Millionen. Zweite Nachricht ist, dass wir natürlich alle Maßnahmen weiter nach LGVFG fördern können. Da ist auch noch Geld vorhanden. Das heißt, Sie können jetzt ohne Verzögerung weiter planen oder Sie können entscheiden zu sagen, ich setze mal darauf, dass da noch eine Bundesförderung zu einem späteren Zeitpunkt kommt und ich dann auch noch reinrutsche und mit diesen Förderkonditionen, die der Bund bietet. Also da bieten wir Ihnen die Wahlmöglichkeiten. Das bereiten wir gerade vor, auch die Details dazu, die Sie da beschäftigen werden. Aber auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, die starke LGVFG-Förderung für Radverkehrsmaßnahmen oder die kombinierte Förderung wird weitergehen. Und natürlich setzen wir uns auch beim Bund, so wie viele andere auch, dafür ein, das Programm zu verstetigen. Wir haben ein ähnliches Problem, nicht ganz so gravierend, aber es ist auch vorhanden bei den Radschnellwegen, bei kommunalen Radschnellwegen. Ist es auch so, dass wir in Baden-Württemberg das Bundesland sind, das mit Abstand am meisten Fördermittel jetzt schon gebunden hat. Also auch dafür nochmal herzlichen Dank. Da haben viele Landkreise auch stark zu beigetragen, die ihre eigenen kommunalen Radschnellwege planen, aber auch die Regierungspräsidien ganz, ganz erheblich. Und wir sind da zwar noch nicht am Ende des Fördertopfs des Bundes, aber wir können ihn schon absehen. Und auch an der Stelle sichern wir ab, dass es über das LGVFG eine Förderung geben wird, gegebenenfalls eine Brückenförderung, und setzen uns beim Bund dafür ein. Also auch an der Stelle das Signal von unserer Seite, da haben wir eine Herausforderung als Land. Aber wir haben einen Plan, wie wir das bewältigen und wie wir dafür sorgen, dass die tolle Dynamik, die wir im Moment haben in dem Bereich, nicht abbrechen muss, sondern wir weiter damit vorangehen können. Abschließend noch zwei Ankündigungen. Nein, eine Ankündigung, nämlich die Ankündigung, dass all das, was ich gesagt habe, von meinen Kolleginnen und Kollegen in Form von Flyern aufgearbeitet wurde. Es gibt eine sogenannte Flyerbox, das ist glaube ich, das, was man auf Deutsch eine Infoblattschachtel nennen würde. Und diese Infoblattschachtel, die werden wir im Anschluss an diese Veranstaltung oder, wenn ich richtig informiert bin, die Regierungspräsidien an alle Kommunen verschicken. Das heißt, sie kriegen es nochmal im Überblick und übersichtlich aufbereitet, sodass sie auch in den verschiedenen Förderbereichen sich schnell orientieren können. Und das bietet mir Anlass, dann zum Schluss auch nochmal meinen Dank auszusprechen, meinen Dank an die engagierte Mitarbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, aber auch den Kolleginnen und Kollegen in den Regierungspräsidien, die sich schon im Vorfeld engagiert beteiligen und jetzt hier in diese Veranstaltung aktiv eingebunden sind und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und mein Dank an Sie. Weil 300 oder Frau Kuhlmann, Sie haben gesagt, es werden womöglich gar 400 Teilnehmer bei so einer Veranstaltung, finde ich einen fantastischen Auftakt und ich freue mich, wenn sie dann einen guten Verlauf nimmt. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Herr Erdmenger, für die übersichtliche Einführung. Ich lese gerade, wir haben 425 Zuschauer und Zuschauerinnen. Jetzt ist die Zeit für Fragen. Ein kurzer Fragenblock, bevor wir weiter zum nächsten Vortrag gehen. Zunächst eine ganz allgemeine Frage von mir. Herr Erdmenger, wollen die Menschen in Baden-Württemberg überhaupt die Verkehrswende? Wir wissen, es gibt Umfragen, die zeigen, ja, die Menschen wollen das eigentlich, aber letztendlich verhalten sie sich anders. Seit dem Pariser Abkommen sind zum Beispiel 500.000 zusätzliche Autos zugelassen worden. Wie geht man mit diesem Widerspruch um? Ja, vielen Dank, Frau Kohlmanns. Da haben Sie jetzt den Finger in die Wunde gelegt. Denn in der Tat, das ist wirklich so. Wir haben in den Umfragen haben wir Zustimmungswerte von 80-90% dazu zu sagen, Verkehrspolitik muss in erster Linie dafür sorgen, dass wir klimafreundlichen Verkehr bekommen.
Umwelt- und Klimaaspekte, das halten viele Menschen nicht so unbedingt auseinander. Und auch einzelne Maßnahmen haben ganz hohe Zustimmungsraten. Und gleichzeitig haben wir die Beobachtung, dass viele Menschen ihr Verhalten jedenfalls nicht sofort ändern. Und jede und jeder von uns kennt es wahrscheinlich aus seinem eigenen Bekanntenkreis. Wenn man selber irgendeine Änderung vollzogen hat und man will dann den Nächsten davon überzeugen, dass man sich wundert, warum macht er das nicht? Ist doch so vernünftig, was ich sage. Warum fährt er jetzt nicht Fahrrad, obwohl es doch so schönes Wetter ist oder was immer da eine Rolle spielt. Und da müssen wir zwei Sachen wissen. Der erste Punkt ist, dass Menschen ihr Verhalten nicht spontan oder nur wegen guter Argumente verändern, sondern sie verändern ihr Verhalten in Lebensumbruchssituationen. Also dann, wenn sich ohnehin was ändert. Und dann gibt es plötzlich starke Veränderungen. Und womöglich ist eine dieser starken Veränderungen, die wir jetzt gesehen haben, während Corona passiert. Also weil einfach das Leben von vielen so stark durcheinander gewirbelt wurde, dass viele sagen, okay, jetzt orientiere ich mich nochmal neu. Das wäre eine große Hoffnung, die wir aus Corona mitnehmen können, jedenfalls für den Fuß- und Radverkehr. Und eine andere große Hoffnung ist, dass dieser Effekt beim ÖPNV nicht so stark sich niedergeschlagen hat, weil ja viele Leute dann doch den ÖPNV gemieden haben in der Zeit oder viel weniger gefahren sind. Was auch daran liegt, dass diejenigen, die sozusagen im Homeoffice arbeiten konnten, auch die typischen ÖPNV-Nutzer sind. Also da werden wir sehen, wie sich diese Effekte abspielen. Aber so ist das mit den Verhaltensänderungen der Menschen. Aber das Zweite, und das ist für uns alle als Entscheidungsträger, als Führungskräfte nochmal wichtiger, ist, dass es eine Differenz gibt zwischen dem, was die Menschen sich für die Allgemeinheit wünschen und was sie konkret selber umsetzen. Und die Brücke zwischen diesen beiden Differenzen, die nennt sich gute Rahmenbedingungen. Wenn wir gute Rahmenbedingungen schaffen, um das Verhalten zu ändern, dann werden Menschen ihr Verhalten ändern. Manche brauchen noch bessere Rahmenbedingungen als andere. Manche finden, die Rahmenbedingungen sind jetzt schon prima, um viel Rad zu fahren, ich zum Beispiel. Aber sie könnten noch besser sein. Andere sagen, nee, ich fühle mich nicht sicher. Und deswegen kommt es so sehr darauf an, dass wir das, was wir an Botschaften bekommen von den Menschen, in gute Rahmenbedingungen umzusetzen in eine Verkehrswende. Und dann werden wir auch hohe Zustimmungswerte haben für die Verkehrswende, so wie wir das in Baden-Württemberg ja jetzt seit einigen Jahren durchweg erleben. Wir haben eine Reihe von sehr detaillierten Fragen bekommen. Die würde ich jetzt erstmal nicht weitergeben. Da würde ich auf die Veranstaltungen der Regierungspräsidentin im Anschluss verweisen. Zwei Fragen aber noch, bevor wir zu den Beispielen kommen. Erste Frage: Gilt der Umbau in den Ortsmitten auch für klassifizierte Straßen? Da widerspricht ja in manchen Punkten die Gesetzeslage, zum Beispiel das Straßengesetz. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage: Im ländlichen Raum fehlen viele Radwege entlang der Landesstraßen. Wie soll es hier weitergehen? Ja, vielen Dank. Also zunächst mal das Ziel, lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitten zu schaffen, gilt vom Land her auf allen Straßen. Und es gilt auch auf klassifizierten Straßen. Natürlich ist es so, dass wir auf klassifizierten Straßen nochmal andere Herausforderungen haben, weil die ja eine verkehrliche Verbindungsfunktion haben und man die bei der Frage, wie gestalte ich die Straße, umbeachten muss. Die muss ihre verkehrliche Verbindungsfunktion behalten. Und das heißt aber in vielen Fällen nicht, dass ich nichts machen kann, sondern das heißt in vielen Fällen nur in Häkchen, dass ich bei der Planung einfach diese Verbindungsfunktion mit als einen entscheidenden Abwägungsfaktor mit einbringen muss, um zu sagen, wie kriege ich alle die Anforderungen, die wir haben, unter einen Hut gebracht. Was auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr stattfinden sollte, ist eine Straßenplanung, die quasi von der Mitte der Straße nach außen geht, also zunächst mal sagen, hier ist der Pkw-Verkehr oder der Kfz-Verkehr. Der kriegt jetzt ein bestimmtes Maß an Straßenraum, Mindestmaß. Und dann gucke ich mal, welche Flächen übrig bleiben für die anderen Verkehre. Und wenn dann kein Radverkehr bei mir im Ort stattfinden kann, dann findet halt keiner statt. Die sollen zusehen, wie sie sich irgendwie durchmogeln. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass es eine Verkehrsplanung gibt, die ausgewogen dann alle Verkehrsmittel beachtet und in den klassifizierten Straßen natürlich diese Verbindungsfunktion auch mit beachtet. Wird eine der großen Herausforderungen. Die zweite Frage, Frau Kohlmanns, können Sie die noch mal wiederholen? Ja, im ländlichen Raum fehlen viele Radwege entlang der Landesstraßen. Wie soll es hier weitergehen? Ja, bei den Radwegen entlang der Landesstraßen ist es
so, dass wir eine Bedarfsanalyse gerade machen als Land, um zu gucken, wo sind noch Lücken. Also es gilt übrigens nicht nur entlang von Landesstraßen, sondern auch von Bundesstraßen oder anderen Landstraßen, dass es da eine Lückendefinition auch geben wird. Wir haben als Land ja schon vor einigen Jahren vorgelegt beim Radnetz und haben beim Radnetz identifiziert, wo kann das Radnetz im Startzustand, aber auch in einem Zielzustand langgeführt werden können. Und das heißt, da gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, die jetzt auch dran sind. Nicht alle außerorts, aber auch einige außerorts, wo wir entsprechende Bau- und Umbaumaßnahmen brauchen. Und die werden wir als Land Stück für Stück und im Rahmen der Etats, die wir haben, auch tatsächlich abarbeiten. Wenn Sie da Punkte haben, wo Sie sagen, aber an dieser Stelle habt ihr jetzt eine Lücke mal völlig vergessen, weisen Sie uns darauf hin und werden Sie gerne konkret. Vielen Dank, Herr Erdminger. Sie haben auch vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ihre Fragen. Falls die Zeit es noch erlaubt, nach dem Vortrag von Herrn Schwab, können wir weiter in die Diskussion gehen. Marco Schwab, du möchtest einige ganz konkrete Beispiele aus dem aktuellen Förderprogramm zeigen, um unser Publikum zu inspirieren. Du hast das Wort. Vielen Dank, Frau Kohlmanns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite aus heute ein herzliches Willkommen zur Infoveranstaltung. Ich danke meinem Vorredner, Herr Erdminger, der uns jetzt schon allgemein die neuen Fördertatbestände auch erläutert hat und auch eingeordnet hat. Und ich habe jetzt eben die freudige Aufgabe, Ihnen ein bisschen Visualität mitzugeben, dass wir jetzt mal konkret schauen an Maßnahmen, die aktuell in unserem LGVFG-Programm sind, aber zum Teil auch schon umgesetzt wurden. Was kann denn gemacht werden mit diesen Fördertatbeständen? Zunächst möchte ich aber ganz kurz auf die Ziele eingehen, die Herr Erdminger schon auch angesprochen hat. Die 5 Ziele zur erfolgreichen Verkehrswende in Baden-Württemberg. Und es wurde ja vor allem auch schon hier der Rad- und Fußverkehr angesprochen, dass eben jeder zweite Weg selbst aktiv bis 2030 zurückgelegt werden soll, aber natürlich auch die Verdopplung des Verkehrs. Und ich glaube, wichtig ist zu nennen, dass alle unsere Fördertatbestände, die im LGVFG enthalten sind, eben auch auf dieses Konto quasi einzahlen, dass wir gemeinsam als Land und Sie als Kommune eben diese Verkehrswende bis 2030 schaffen. In meiner nächsten Folie habe ich Ihnen rechts auch kurz noch die 10 konkreten Ziele des IEKKs, des Integrierten Energie- und Klimakonzepts, mitgebracht. Und hier sehen Sie zum Beispiel auch dann, haben Sie eine Vorstellung, in welchem Ausmaß das dann eben auch benötigt wird. Zum Beispiel das Ziel der 500 lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitten, aber auch eben dann die Verdopplung der Bike- und Ride-Stellplätze. Zu all diesen Zielen werde ich Ihnen heute eben konkrete Maßnahmen vorstellen, die bereits auf dieses Konto einzahlen. Ich habe Ihnen insgesamt 6 Beispiele mitgebracht und zunächst möchte ich 3 Maßnahmen vorstellen, die im Bereich Rad- und Fußverkehr angesiedelt sind. Anschließend habe ich auch einen multimodalen Knoten für Sie dabei, der jetzt aktuell umgebaut wird und natürlich eben auch die lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitte. Da habe ich auch 2 Beispiele aus einer kleineren Stadt und aus einer Großstadt. So, dann möchte ich zu Beginn Ihnen eine Maßnahme aus Freiburg vorstellen. Freiburg setzt ein ambitioniertes Radvorrangroutennetz innerhalb der Stadt um den sehr hohen Radverkehrsanteil, der ja eben jetzt auch schon in Freiburg vorherrscht, auch effektiv abwickeln zu können. Und eines dieser Pilotprojekte ist die Radvorrangroute FR3. Und hier plant die Stadt Freiburg aktuell einen wichtigen Lückenschluss in der Stadt, um hier eine durchgängige Verbindung herstellen zu können. Die Strecke führt durch sehr dicht besiedeltes Gebiet und verbindet auch große Stadtteile wie beispielsweise Vauban mit der Innenstadt. Gleichzeitig führt sie auch an wichtigen Zielen vorbei, beispielsweise am Uniklinikum, am Entwicklungsgebiet Güterbahnhof Nord, aber auch an Behördenviertel, wo unter anderem das Regierungspräsidium auch steht. Der Rangvorrangroute wird ein sehr großes Verlagerungspotenzial zugeschrieben, weil wir eben hier dann auf sehr attraktiven und schnellen Wegen die Innenstadt erreichen kann und hier dann eben auch mit dem Radverkehr zum Teil deutlich schneller unterwegs ist als mit dem motorisierten Individualverkehr. Rechts im Bild sieht man noch kurz den Verlauf der FR3
und auch eben, wo die Maßnahme jetzt konkret zum Lückenschluss geplant ist. Hier habe ich Ihnen dann einmal auf der rechten Seite einen Querschnitt mitgebracht, denn vor allem geht es bei dem Lückenschluss um die Neuordnung der Verkehrsflächen. Das wurde von Herrn Erdmenger auch schon sehr plastisch dann dargestellt, dass es eben ein sehr wichtiger Punkt ist, um die Verkehrswende in den Städten auch zu erreichen. Und hier plant die Stadt Freiburg, der aktuelle Straßenraum neu zu ordnen und die Kfz-Spuren eben auf die gleichen Spuren mit den Straßenbahnen zu verlegen. Der Querschnitt hier zeigt eine Brücke und dann sollen eben mit dem gewonnenen Raum neue Radfahrstreifen angelegt werden. Das hat dann zum einen eben zur Folge, dass der Radverkehr deutlich attraktiver und sicherer geführt werden kann. Es ist aber nicht nur eine Radmaßnahme, sondern ganz erheblich hat es auch positive Auswirkungen für den Fußverkehr, da auch der Fußverkehr dann in Zukunft auf breiteren Wegen getrennt vom Radverkehr geführt werden kann. Die Radfahrstreifen haben in der Regel eine Breite von circa 2 Meter auf jeder Fahrbahn. An der Brücke ist es jetzt ein bisschen schmaler. Es ist, wie gesagt, ein sehr wichtiger Lückenschluss zur Realisierung der Radvorrangroute. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf circa 4,2 Millionen Euro bei der Programmanmeldung. Und die Stadt Freiburg hat hier einen Einzelnachweis angestrengt, wie Herr Erdmenger es vorher auch schon vorgestellt hat. Der ist positiv beschieden worden und deshalb erhält die gesamte Maßnahme einen Fördersatz von 75%. Eine weitere wichtige Rad- und Fußverkehrsmaßnahme der Stadt Heidelberg möchte ich Ihnen jetzt auch noch kurz zeigen. Und zwar soll hier mittels einer Brücke Stadtteile neu miteinander verbunden werden, um so eben die Zeit, die der Rad- und Fußverkehr benötigt, um dann eben die Stadtteile zu erreichen, deutlich verringert wird. Hier soll eine neue Brücke über die Bahngleise von der Bahnstadt nach Bergheim entstehen und auf einer Breite von circa 6 Meter sollen dann eben getrennte Führungen für Rad- und Fußverkehr entstehen. Diese Maßnahme ist vor allem in Verbindung mit einer weiteren Brücke zu betrachten, die dann eben über die B37 und dann über den Neckar in Richtung Neuenheim geht und somit wirklich eine ganz neue Verbindung herstellt. Und dann werden die Fahrzeiten auch deutlich attraktiver als im motorisierten Verkehr. Wir haben es vorhin auch schon angesprochen, neben dem Ausbau und Neubau von Radwegen ist natürlich auch das sichere und leicht zugängliche Fahrradparken eine große Rolle und insbesondere das Thema Bike and Ride, um eben auch die Verknüpfung zum ÖPNV herzustellen, ist hier ganz wichtig. Hier möchte ich jetzt Maßnahmen der Stadt Tübingen vorstellen. Sie sehen hier auf dem Bild rechts eine bereits umgesetzte Bike-and-Ride-Anlage, die schon vorher im Programm war. Hier wurden auf der Südseite des Hauptbahnhofes 168 überdachte und 120 nicht überdachte Abstellplätze errichtet, um eben auch sehr schnell und leicht parken zu können. Es wurden aber auch 29 Fahrrad-Einzelgaragen errichtet. Die Gesamtkosten haben sich auf ca. 650.000 Euro belaufen. Aber am Bahnhof Tübingen werden mehrere Projekte derzeit umgesetzt oder geplant, um hier eben dann das Bike-and-Ride-Angebot deutlich zu erhöhen. Da habe ich Ihnen auf der nächsten Folie jetzt auch noch ein Bild von dem bereits realisierten Fahrradparkhaus in der Expressguthalle mitgebracht. Hier ist dann eben ein sicheres Parken und ein überdachtes Parken möglich. Und die Stadt Tübingen plant auch eine neue Fahrradtiefgarage auf der Nordseite des Hauptbahnhofes. Und dort sollen eben über 1000 Fahrradstellplätze insgesamt dann entstehen. Und das Fahrradparken ist im LGVfG auf Grundlage dieser sogenannten Positivliste als besonders klimafreundliche Maßnahme enthalten. Das heißt, hier erhalten Sie auch 75%, wenn die Gesamtkosten unter einer Million, wenn die zuwendungsfähigen Kosten unter 1 Million Euro sind. So, dann verlassen wir jetzt den Bereich Rad- und Fußverkehr und kommen zu einem multimodalen Knoten, in diesem Fall in der Gemeinde Ringsheim. Der Bahnhof Ringsheim ist seit 1. Juni, glaube ich, diesen Jahres an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn angeschlossen, um eben auch die Gäste, die zum Europapark möchten, dann klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen zu lassen. Und jetzt möchte die Gemeinde den Bahnhof als sogenannten multimodalen Knoten umbauen und ausbauen und damit die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger stärken. Dann soll eben zusätzliches Angebot von Bushaltestellen, Bike-and-Ride-Anlagen, Carsharing-Stellplätze, Taxistellplätze und auch einer Park-and-Ride-Anlage entstehen.
Gleichzeitig soll aber auch die Aufenthaltsqualität am Bahnhof erhöht werden, indem dann eben eine neue WC-Anlage aufgebaut wird und auch eine neue Wartehalle entsteht. Ziel ist es natürlich dann eben zum einen die Gäste für den Europapark dazu animieren, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gleichzeitig aber natürlich auch die Bevölkerung vor Ort eben zu ermuntern, häufiger das Auto stehen zu lassen und mit den Verkehrsmitteln des Umweltverbunds zu fahren. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf ca. 300.000 Euro und auch hier ist der Fördersatz 75%, weil es sich eben um einen multimodalen Knoten handelt. Ein sehr wichtiger Fördertatbestand für die Innenstädte ist eben die verkehrsberuhigte und lebendige Ortsmitte. Und wie zuvor schon angekündigt, habe ich Ihnen ein Beispiel aus der Stadt Bretten mitgebracht, die ihre innerörtliche Straße durch die Stadtmitte umgestalten möchte. Hier soll mehr Platz für Rad- und Fußverkehr entstehen und vor allem aber auch die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht werden, indem eben neue Plätze geschaffen werden und neue Verweilangebote mit Sitzbänken realisiert werden. Gleichzeitig soll aber auch die Erreichbarkeit der Innenstadt natürlich erhöht werden, indem dann neue Fahrradabstellplätze oder auch Ladestationen für Pedelecs realisiert werden. Im Konkreten bedeutet das eben ein Umbau oder ein Rückbau dieser Straße, die dann zum Teil partiell verengt wird, um so auch am Platz zu schaffen für einen neu anzulegenden Radfahrstreifen, der dann in der Gegenrichtung der Einbahnstraße mit 1,5 Meter Breite quasi den Radverkehr sicher führt. Gleichzeitig soll aber auch die Geschwindigkeit auf 20 km/h pro Stunde reduziert werden, um das gemeinsame Miteinander von Kfz und Radfahrern zu sichern, aber natürlich auch, um die Querung von Fußgängern deutlich sicherer zu gestalten. Und durch die Schaffung von breiten und barrierefreien Gehwegen soll dann eben auch der Fußverkehr deutlich aufgewertet werden, in Kombination mit den neuen Plätzen geschaffen werden. Auch die Stadt Stuttgart möchte ihre Innenstadt lebenswerter gestalten und setzt deshalb eben auf die Schaffung von mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, auch durch eine Verkehrsberuhigung. Ziel ist es vor allem auch, die Schadstoffemissionen und die Lärmemissionen zu verringern. Und damit sollen mehrere Maßnahmen in den folgenden Jahren umgesetzt werden. Und ein Ziel ist es eben, alle bewirtschafteten Parkplätze innerhalb dieses jetzt rechts eingezeichneten City-Rings sollen schrittweise ersatzlos dann entfallen, um so dann den Verkehr im Innenstadtbereich zu beruhigen. Parallel sollen dann eben die klimafreundlichen Mobilitätsformen wie Fahrrad, Fuß, aber auch ÖPNV ausgebaut werden, um hier dann eben auch ein Angebot zu schaffen, die Stadtmitte weiterhin attraktiv zu erreichen. Ich habe Ihnen hier ein paar konkrete Maßnahmen mitgebracht als Bilder mit Vorher-Nachher-Bilder. Also zum einen sollen Fußgängerzonen erweitert werden, aber eben auch neue Radverbindungen eingerichtet werden. Und ganz wichtig, auch als Anpassung eben an den Klimawandel, soll aber nicht nur neue Rad- und Fußwege entstehen, sondern eben auch Stadtgrün, das dann eben Schatten wirft. Und man sieht hier jetzt schön beispielsweise die Straße direkt vom Verkehrsministerium vor der Markthalle, die dann eben hier jetzt bisher noch mit Parkplätzen bestückt ist. Und hier soll jetzt dann im Endeffekt mit dem Umbau dieser Straße mehr Aufenthaltsqualität durch neue Gastronomieangebote geschaffen werden und eben eine sichere Radverkehrsführung. Dasselbe gilt auch für die Lautenschlagerstraße am Hauptbahnhof. Auch hier soll dann eben mit einer Umbaumaßnahme dann mehr Radverkehr zum Hauptbahnhof ermöglicht werden durch eine neue Fahrradstraße. So, damit bin ich auch am Ende mit meinen konkreten Beispielen. Wie gesagt, das sind alles Beispiele, die jetzt im aktuellen RGVFG-Programm enthalten sind. Ich hoffe, ich konnte Sie inspirieren und freue mich, wenn Sie jetzt zeitnah auch Anträge von Ihrer Gemeinde noch einreichen, egal für welchen Fördertatbestand. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco Schwab. Ich denke, das zeigt, dass an vielen Orten im Land sich doch schon ganz viel tut. Ich habe jetzt keine direkten Fragen zu deinem Vortrag, würde aber gerne selbst eine Frage stellen, und zwar zur Programmanmeldung. Herr Erdmenger hatte auf die Finanzierungssituation hingewiesen. Soviel ich weiß, ist es aber so, dass man jetzt auf jeden Fall die Maßnahmen anmelden kann, und die Frage, ob der Bund dann auch mitfinanziert oder nicht, erst in der zweiten Stufe dann sich stellt. Ist das so?
Genau, das kann man so machen. Vielen Dank. Also zum einen ist hier als LGVFG ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, Sie können natürlich jetzt sofort sich dann eben zum nächsten Programmaufruf, hier wurde das Schreiben ja auch vor kurzem versendet, sich eben ins Programm aufnehmen lassen und dann auch für die Bundesförderung quasi sich anmelden, wenn Sie einen Antrag auf Förderung stellen. Es gibt jetzt auch eben weiterhin, werden wir auf jeden Fall alle Maßnahmen, die sich zum Bundesprogramm anmelden möchten, natürlich aufnehmen. Es gibt dann eine sogenannte Warteliste, die dann nach und nach abgearbeitet wird, sofern denn Geld eben vorhanden ist. Dankeschön. Ja, wie gesagt, also momentan keine Fragen. Es scheint für den ersten Überblick zumindest alles recht klar zu sein. Ich hoffe, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können viel Inspiration aus diesem ersten Teil mitnehmen. Vielen Dank an diejenigen, die Fragen gestellt haben. Die detaillierten Fragen greifen wir später auf in den nachfolgenden Workshops. Danke nochmal an Herrn Erdmenger und Marco Schwab, auch für die Antworten. Ich hoffe, Sie haben in dieser ersten Stunde einen ersten guten Überblick erhalten und Motivation, Maßnahmen durchzuführen und Anträge zu stellen. In den Workshops der Regierungspräsidien, die jetzt folgen, werden die verschiedenen Aspekte vertieft, wie eben bereits erwähnt. Dazu möchte ich noch mal auf das Programm eingehen, dass Sie ungefähr wissen, was Sie jetzt erwartet. Zunächst werden wir eine kurze Pause haben und ab 10:15 Uhr geht es dann weiter, und zwar nicht hier im Stream, sondern in vier verschiedenen Webex-Räumen. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass Sie direkt mitdiskutieren. Das heißt, die Möglichkeit einer direkten und größeren Beteiligung. Es gibt zunächst diese vier Räume. Das heißt, Sie wählen aus, zu welchem Regierungsbezirk Sie gehören. Sie werden gleich auf der Seite, auf der Sie jetzt gerade sind, auch die Links dazu bekommen. Das heißt, es ist ganz einfach, weiterzugehen. Es wird in diesen ersten vier Räumen zwei Teile geben. Einmal das Thema das LGVFG und die Möglichkeiten zur Antragstellung. Das heißt konkret, wie bereite ich einen LGVFG-Antrag vor? Dann zum Fokus Radverkehr. Hier spielt das Radnetz eine besondere Rolle. Maßnahmen zum Lückenschluss im Radnetz. Das wird auch zunächst Regierungspräsidium in einem großen Raum besprochen. Und dann im Anschluss an die Mittagspause geht es in kleinere Gruppen, damit da auch noch mal die Möglichkeit ist, eingehender auf bestimmte Maßnahmen einzugehen, Ihre Fragen zu beantworten. Hier werden die Diskussionen auf Baureferatsebene laufen. Sie können auf der letzten Seite des Programms sehen, falls Sie es noch nicht getan haben, zu welchem Baureferat Ihre Kommune gehört. Und auch hier wird es ganz einfach sein, die Räume zu finden. Am Schluss der Veranstaltung, die jetzt folgt, werden Sie die Links bekommen, und damit auch nichts schief geht, werden wir zumindest diejenigen, die sich angemeldet haben, auch noch mal erinnern, kurz vor Start ihres Raumes, sodass ja eigentlich klar ist, wie sie sich weiter zurechtfinden. Für diesen ersten Teil verabschieden wir uns als Verkehrsministerium und wünschen eine gute Diskussion in den Workshops der Regierungspräsidien. Sie werden Mitarbeiter des Verkehrsministeriums auch dort treffen, in den folgenden Räumen. Aber offiziell treten wir in den Hintergrund und übergeben an die Regierungspräsidien. Die Kolleginnen dort freuen sich nach der Pause, Sie in ihren Räumen zu begrüßen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, und ich freue mich, Sie, den einen oder anderen von Ihnen, gleich auch noch in den Webex-Räumen zu sehen. Wiedersehen.